So, schönen guten Morgen. Ausgeschlafen heute einmal? Nein, nicht so, ich habe geschnarcht, aber ich habe. Ja. Aber wir. Ah nein, die Wiki macht echt was mit. Schreibt das aber in die Kommentare. Ein paar Mitleidstropfen für die Maus. Die muss mit dir echt kämpfen. Ja, wir fahren heute auf Monte Lima. Lima auf, glaube ich. Von Lugano aus. Also ich weiß, dass man fährt, ich bin nicht mehr sicher, wie jetzt heißt. Gipfel ist knapp 1600 und Lugano ist glaube ich auf 300. Das heißt, ein bisschen was haben wir dazwischen, haben wir schon einen kleinen Anstieg gehabt mit einem kleinen Trail. War eine ganz eine coole Sache. Da stehen wir jetzt auf so einer alten Brücke. Ich bin total verlassen, gell? Aber coole Location. Weil, wenn man da hinten aufschaut, dann sieht man da schon ein bisschen am Berg kommen und da rauf vor mir. Also das ist unser Ziel für heute. Genau der Bereich da oben und da vorne der Drehlocher. Jetzt werdet ihr euch denken, jetzt war es überall ist, wisst ihr keinen Namen von einem Berg, ja, weil ich ein bisschen umplanen muss, weil ich ja daheim blank geplant habe und ich gewusst habe, wie mit dem Schnee das Ganze ausschaut. Genau. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren einmal hoch, haben gestern eine Explorer-Tour gemacht und Anführungszeichen, wir wissen, wo ist die Schneelage. Und ja, geht da hin. Ja, nichtsdestotrotz, Teil Asphalt, Teil Schotter, Teil zum Tragen, also richtig eine coole Tour. Deswegen fahren wir heute mit unserer Conway und die 221er. Ja. Echt coole Teile, treten sie super bergauf und auf jeden Fall Bio, wenn es zum Tragen wird, heißt dann mit dem E-Bike nicht. Die Auffahrt schlängelt sich da eben erstmal über die Passstraße, dann auch so ein bisschen über einen Schotterweg drüber und dann danach wieder auf einer Teerstraße hoch. Das geht total relaxed, also klar, ich meine, rauffahren muss man schon, aber mit eigentlich ziemlich angenehmer Steigung und ja, jetzt im Frühling auch noch mit ziemlich angenehmen Temperaturen. Es war zwar schon ordentlich warm zwischendrin, aber im Hochsommer sieht es da vermutlich nochmal ganz, ganz anders aus. Hier gab es auch eine Stelle zum Wasser auffüllen, das ist natürlich auch immer super praktisch. Und jetzt seht ihr am Martin schon, dass es doch ganz schön warm war, weil der ist schon wieder oben ohne unterwegs. Allerdings zieht er sich ja auch relativ schnell mal aus, deswegen kann es auch täuschen. So, so geht es jetzt bei uns weiter. Das mal ein bisschen zum Schirm und Tragen. Und ja, jetzt geht's mir gut, oder? Ja. Zeig's nicht mit dem geilen Trail bitte an. Den kann man genauso hochfahren. Der steht aber heute nicht auf unserer Liste. Aber schon auf jeden Fall in die Tutus. Und da auf der rechten Seite sieht man was. Ich hoffe, das sieht man, das ist der Martin. Weil das ein Fliegenpilz ist und das ist ein ungenießbarer Pilz. Jetzt wissen das auch mal alle. Frauen waren immer schon das Böse. Ah ja, okay. Jetzt kennt ihr ihn raus. Ehrlich gesagt dachte ich ja schon, die Vicky will sagen, das ist der Martin und das ist ein Schwammerl. Aber gut, ganz so war es dann doch nicht. Hat er nochmal Glück gehabt, der ungenießbare Planungspilz. Weil der Martin ist bei uns relativ exklusiv für die Tourenplanung zuständig und wenn mal was nicht so ganz hinhaut, dann ist er tatsächlich ziemlich ungenießbar mit sich selber. So, jetzt sind wir doch wieder auf Schnee, oder? Ja. Gibt's ja nicht. Ja, wo fängt der Schnee um? Die Jahreszeit ungefähr so bei 1500 geht's los. Also bis dahin relativ schneefrei, ganz kleine Viertel noch. Ja. Das passt. Da euch seht Lago Maggiore. Echt schön, oder? Voller Schnee. Luino ist da unten. Wunderschön aussehen. Man sieht, wie es unten eigentlich ein Dunst ein bisschen leichter druckt. Und kaum ist man ein bisschen im Landesinneren wie bei uns. Ist eigentlich komplett gute Sicht. Ja, wir spazieren jetzt dann auf. Viel los ist halt nicht mehr mit einer Wanderin getroffen, ja. Oder? Ja, genau, ein anderer. Ah ja, noch ein Radfahrer, ja. Jawohl. Abfahrtsorientiert. Deswegen meinte ich, das ist ein schlimmer. Der hat alles so gehabt. Also der hat sogar die Schoner für den kleinen Zehen gehabt. Ja, cool. Nicht drüber blädeln, aber wen braucht man es noch. Genau. Ja, genau. Da oben ist ein riesiges Gipfelkreuz, bald größer wie ein Denne. Und ja, das Einzige für uns ein bisschen so eine Sache, wir müssen in der frühen Nacht im Internet alles checken, was so los ist, weil unterm Tag in der Schweiz jetzt ich keinen Tarif genommen habe und mein Anbieter in Österreich, den habe ich so eingestellt, dass wenn Mehrwert entsteht, kann ich nicht surfen und nichts tun. Bei dir war es möglich. Bei 1 Megabyte um 11 Euro ist es nur das Problem, dass die Wiki, wenn die ganze Woche wütet, mit 1 Gigabyte 11.000 Euro kostet, also was dann auch wieder nicht so günstig. Hast du hoffentlich angeschalten? Ja.
Ich habe auch geschaut. Bist du sicher? Ich schaue, glaube ich, immer am Tag. Okay. Nicht, dass es nur schlecht schlaft. Ich schnarch Internet ein. Das ist dann wirklich kein Urlaub, sondern eigentlich mehr Belastung jede Woche. Da ist man auch froh, wenn man aus ist. Ja, das stimmt. Oh Gott, ha. Kommt die Rechnung, was glaubst du? Nein. Ja, was glaubst du? Schreibt es in die Kommentare, ob die fette Rechnung gekommen ist von ihrem Roaming, weil sie es nicht abgeschalten hat. Ich bin mir sicher, dass es abgeschalten hat. Okay. Ich hoffe, ich habe alles abgeschalten. Ich schaue gleich nach. Ich schaue halt echt zum Sendenbereich. Schau, jetzt senden wir aufs Handy. Ich habe abgeschalten. Ja, schick mal WhatsApp, dann schaue ich nach. Ja, jetzt haben sie es auch schon fast geschafft. Ihr seht auf der rechten Seite schon einen der möglichen Trails runterschlängeln. Und ja, das ist schon sehr, sehr einladend. Da gibt es wirklich 2, 3 coole Optionen, die man von diesem Gipfel wieder runterfahren kann. Und dementsprechend lohnt sich der Weg darauf, nicht nur wegen der Aussicht. Gut, haben wir es bald geschafft. Schaut ja richtig geil aus. Mordstyle, oder? Aber jetzt wissen wir, warum das so wenig los ist. Ja. Ich vermute jetzt mal, ich bin jetzt keinen Berg kennen, wenn die Gondellauf da mehr los ist. So, oben sind wir. Klausend haben wir auch schon, Uzong sind wir auch schon, weil der Rom extrem der Wind geht. Oh Gott, extrem der Wind geht. Hilfe, Sprachfehler. Was? Die Bahn geht auch. Die Bahn geht auch, ja, wir waren leider gespart. Da hängen 3 zusammen. Ist voll lustig. Da unten können wir jetzt eh wieder nicht auffahren, aber das ist mit der GoPro zu klar, das sieht man leider nicht. Aber da beim Zickzack-Trail, da geht es für uns auch hin. Und genau drüber fährt die Bahn im Auffahr. Genau. So schaut es da aus. Jetzt gibt es einen kurzen Bahnhofschwenk. Und dann werden wir uns unten ein Wünschnitz Blasser kurz und den Rest noch verspeisen. Und dann geht es ganz auch. Verhockerte. Ja. Geben halt wie immer das Gleiche. Brot mit Salami. So schaut es da aus. Thank you.
kleiner Rahmen, ja, eben, wenn du schon aufgeguckt bist. Aber sauber, hey. Bist du deppert? So wieder mit der City Bike. Okay. Oh, Scheiße.
Ja, wir stehen da. Mit einer Böschung bleibt es da. Mit einer Böschung, da geht es ein bisschen welche. Aber man kugelt man im Stromkabel von der Eisenbahn. Man kugelt ja, und durch. Sind tausend Teile toll, oder? Ja, vielleicht. Wurst. Aber die Akkus sind voll. Wir sind wieder da. So weit, so gut. War echt eine coole, war echt eine coole Tour. Da seht ihr mal ein bisschen Lugano, wie es da ausschaut. Abends. Super cool. Also richtig cool da. Ja, war lang. Viel Trail-Anteil im Downhill. Viel Straßen im Uphill, wenig zum Schirm und Drang eigentlich. Ja, ja. Aber auch wieder gegen uns, also heute immer ja. Wieder auf und nieder. Ziemlich fahrbar, als Anstieg hat es mir echt gehabt, das war oben die Wachse mit den Stufen. Ja, das die war knusprig. Also ja, die Stufen sind halt echt zart, also ich glaube, ich war Millionen mehr oft. Ja, und das sind echt schneidige Stufen gewesen, es waren viele Stufen. Ja. Wir von Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Ja, auf jeden Fall so ist es. Insofern gefreut, dass ihr dabei wart. Kommentare ja. Unten dazu und bis aber zum nächsten noch Mal. Genau. Gefallen genau. Oh Gott, ja, passt. Ja. Wir haben schon jetzt eine Pizza. Ja, 30.19 Uhr haben wir es gestern bestellt. Statt 19.30 Uhr. Ja, wir sind halt auch erst. Wir sind mit, ja, ist so. Ist ja stressig. Wurscht. Wir werden jetzt ein bisschen Lugano erkunden, oder? Und vielleicht zum Essen, wenn wir mitfahren. Vielleicht. Wenn wir es offen haben. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.